mich da rein. Ich probiere es mal den kleinen Trick. Nichts. Ah, okay. Springen. Ist das so? Ich werde den Schalter jetzt auch noch drücken. Hä? Komm ich denn da hoch? Aha. Interessant. Schade, dass es keine Karte gibt. Mir fehlt jetzt aber trotzdem noch irgendwie die blaue Keycard. Ich schau mal kurz, ob dieses Kraftfeld da hinten jetzt schon deaktiviert ist. Schwein. Nein, aber ich sehe gerade, ich kann da hinten noch rum. Da war noch ein Gegner. Aha. Nein, klasse. Hier hinten ist ja mal echt überhaupt nichts. Kein Schalter, keine Kiste. Nur ein Teleporter. Ah, da ist noch ein Schalter. Macht der auch was? Miau. Richtig, was brauche ich dann? Wenn jemand von euch eine blaue Keycard zieht oder sowas, dann schreit einfach. Das ist eine geile Sackgasse. Hm. Das wurmt mich jetzt schon wieder. Wie mache ich dieses Scheißteil aus? Hm. Habe ich die blaue Keycard vielleicht schon aufgesammelt, ohne dass ich es weiß? Ah, okay, das waren die Türen. Ich muss irgendwie darüber kommen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass da irgendwie eine Lichtbrücke aktiviert werden kann. Ha! Ich habe auch schon gesehen, wo. Zieht ihr es auch? Das ist mir so gut. So, das macht jetzt bestimmt noch eine Tür auf, wo ich dann zu dem anderen Ding hinkomme, wo ich vorhin schon hin wollte. Oh. Oder auch nicht. Ich bin so schlecht. Tja. Ja, super. Die habe ich noch nicht, ne? Zugang verweigert. Ungültige Karte. Ich muss doch hier irgendwas. Autsch, da bin ich jetzt sogar erschrocken. Muss doch hier irgendwas sein. Ich suche eine blaue Keycard. Huh. Ich bin gerade tatsächlich ein kleines bisschen ratlos. Ich will jetzt auch dahinter kommen, ich weiß auch schon wie. Wieder mal. So aber nicht. Wahrscheinlich ist die Lösung exorbitant simpel. Ich speichere jetzt mal zwischen. Ich habe daraus gelernt, aus... Undying, dass ich meine Safe Games nicht kaputt machen sollte. Hä? Das
muss doch hier irgendwo sein. Kein Schalter. Nichts. Vielleicht hinter der Wand, aber ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Also, ich gehe jetzt nochmal zu diesem doofen Kraftfeld hin. Hab ich den Schalter da schon betätigt? Oh, ich sehe da gerade, da ist noch viel mehr, das ich eigentlich haben will. Kann ich das jetzt drücken? Da geht wahrscheinlich die Tür zu. Na, aber eine andere scheint aufgegangen zu sein irgendwo. Da gab es bloß die Keycard, ne? Genau, diesen komischen anderen Schalter hier. Ich könnte schon wieder kotzen, bei sowas. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses Mal in einer Furt die ganze Mission schaffe. In einer Stunde. Die letzten Male immer ungefähr eine Stunde gebraucht, Pi mal Daumen. Das war ja eigentlich ziemlich okay. Ich stehe jetzt Treppen runter. Ach so. Jetzt muss man einfach weiterlaufen. Idiot. Hammel. Vorgehen, wie geplant, Captain. Sobald der Schirm ausgeschaltet ist, ist Ihre Anwesenheit nicht mehr geheim zu halten. Sie haben nur ein paar Minuten, um den Sprengstoff loszuwerden. Tja, ich hoffe, Sie können schneller laufen als ich. Das war's. Nur noch ein Kabel, Captain. Dann sind Sie dran. Ich bin von Wachen umzingelt! Wir sind verraten worden! Ich werde hier auf keinen Fall mehr lebendig rauskommen, Sir. Ich mach den Schirm jetzt aus! Andrews! Alarmstufe hoch. Gebiet ist sicher. Der hat aber in dem Moment, wo er sie entdeckt hat, dass sie verraten wurden, extrem schnell mit seinem Leben abgeschlossen, muss ich sagen. Autsch. Was ist das hier? Nee. So, was ist denn hier? Aufzug. Rechner. Yep. Deaktiviert. Das höre ich doch gerne. Seht ihr irgendwas? Irgendein Gegner, der Scheißteil. Ja. Was ist hier? Eine Lichtbrücke. Will ich runter? Will ich... Ahaha. Ich loote den erstmal. Ist gerade so eine Leiche explodiert? Oh, das ist jetzt schlecht. Hä? Kann ich wieder anmachen so? Ah, Halleluja. Sehr schön. Denn ich will oben rum. Ich weiß nicht, warum ich nicht unten rum will. Wahrscheinlich, weil man oben eh mal eine bessere Ausgangsposition hat. Geht bei dem Scheißteil immer so schnell zur Neige. Hm, macht nix. Aber da unten ist eine Kiste. Ja, geh mal doch runter. Was soll's?
Stirb. Ich will alles haben, was da drin ist. Oh. Okay. Ach so, ich kann damit. Ah, jetzt. Ich kann damit diese doofe Arschkrampe da steuern. Oh, das. Oh. Ich muss jetzt mal ganz kurz diese Dinger hier alle kaputt ballern. Das war ein Durchschlag. Ah, ja. Jetzt sind wir im nächsten Level, ne? Genau, hier ist bloß die nächste Ebene. Aber da gehe ich mal noch nicht rein. Lass mich diese blaue Keycard finden. Noch ein paar Konsortium-Wachen. Mulchen. Keycard, blau. Na, ist recht. Bin schon bedient. Bisschen Alarmknopf. Gäb's wieder mal die Shotgun. Habe ich aber schon. Help! So. Auf zur nächsten Ebene. Bing! Echt kaum noch erinnern, das ist Wahnsinn. So, welcher Schalter macht was? Ist gut, böse? Na, du bist neutral. Du bist gut. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, solche Stellen. Ist oder aus? Ah, die. Planlos. Den treffe ich ja nicht, ne? Mit einer anderen Waffe nicht? Doch. Ich habe nur noch zwei Energiezellen. Nicht gut. So, mal sehen. Vorsichtig. Ja, treffe ich mit zwei Schuss? Ja. Ah. He hates cameras. Safe. Einfach mal ein Anstand-Safe. Dass ich ja nicht verliere. Kraftfeld deaktiviert. Bridge disengaged. Red keycard required. Das war ja schwer. Thermatron! Ich soll auf den Thermatron schießen. Was war denn das jetzt? Okay.
Ich glaube, die sind tot. So, ich habe jetzt noch eine Energiezelle. Das ist nicht gut. Lichtbrücke. Ich will auch schauen, was da hinten eigentlich ist. Na, schauen wir es mal, ob es hier überhaupt weitergeht. Was war denn das? Das war jetzt aber nicht ich. So, da brauchst du eine blaue Keycard. Nein! Ich gehe jetzt mal komisch durch die Gegend. Ne, ich schau jetzt mal auch hier hinten lang. Ich glaube, der das. Genau. Zugang gewählt. Und ich speichere trotzdem mal. Ich habe so ein ungutes Gefühl, woher das auch immer kommen mag. So. Und jetzt? Hallo? Uff. Arschloch. Hab ich die blaue Keycard? Wie komme ich denn da rüber? Ja, ich weiß, warum ich gespeichert habe. Ich verfolge den jetzt mal, ich will dahinter laufen. Die Kacke, die Blöde. Das ist noch nie passiert. Soll ich das hier nehmen? Anschalten? Ah, okay. Ich bin so ein dummer Hammel. Also, noch einmal. Aber diesmal schaffe ich's. So. Ey! Es tut mir leid, ich bin so schlecht. Ich habe es nicht verdient, dass ihr zuschaut. Alle abschalten sofort. Nee, bleibt da. Ich will es zu. So, ist hier überhaupt was ich brauche? Ja, so halbwegs. Ich speichere jetzt nochmal unter Holter die Polter. Weil ich eine sehr, sehr feige Nudel bin. Spring! Oh. So. Bitte, bitte. Ganz den Weg wieder zurück. Also hier gibt's dann anscheinend nichts. Wobei. Da war doch. Ein Aufzüglein. Das bringt mir, glaube ich, nicht viel. Ich springe jetzt mal ein bisschen schräg. Ich glaube, da habe ich bessere Chancen.